herzlich willkommen zurück bei Tormentum. Wollen wir hier weitermachen? Ich glaube, wir können uns doch erstmal umschauen. Erstmal umschauen. Das ist eine gute. Ach, da ist sie. Guck mal, da ist die Lösung. Nein. Diese eigenartige Illustration könnte noch nützlich sein. Ich notiere sie mir schnell. Sehr gut. Auf meinem Taschentuch. Es gibt zwei Arten von Schmerz. Physisches Leid und geistiges Leid. Kann es den einen größere Folter... Ach, scheiße. Kann es denn eine größere Folter geben? Als die des plötzlichen Bewusstwerdens, dass Hoffnung nur eine Illusion eines kranken Geistes ist? Die Nacht kann nicht so schwarz sein, als dass man keinen Stern erblickt. Diese Texte sind für mich zu tiefgründig, Marco. Deswegen kann ich sie nicht vernünftig lesen, weil da werden Wörter aneinander gereiht, die ich noch nie gehört habe. Oh, ein Rädchen. Oh. Kann ich das fangen? Nee. Muss ich im Gewicht auf dem Kopf? Ach, die haben keine Gewichte. Etwas fehlt hier. Wenn ich etwas finde, könnte die Maschine womöglich das Wasser aus dem Puppen abholen. Ah. Nimm doch mal den Lederring. Gummiband. Gummiband, Gummiband. Das hat also gefehlt, das Gummiband. Die Maschine funktioniert einwandfrei und der Brackwasserpegel ist sofort abgestiegen. Ja, natürlich. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder zur Spinne zu gehen, nicht? Ja, ich glaube schon. Aber hier können wir nicht mehr machen. Da war doch noch. Ich wollte gerade. Oh, geil. Krieg ich den Schlüssel? Oh, was? Nein. Muss erst den Wächter ablenken. Nur dann kann ich ohne Gefahr den Schlüssel an mich nehmen. Dieser kranke Bastard. Der hat so viel Spaß. Er guckt da so raus. Oh Mann, da kann man doch noch nach unten. Nein, da kann man nicht nach unten. Natürlich kann man nach unten. Ach, Quatsch. Marco, guck mal, da kann man nach unten. Warum sagst du denn nichts? Ich hab's doch sofort gesehen, dass das zweite Stück ist. Das hatte ich im Urin. Ich habe ein Bruchstück eines Medaillons gefunden. Ach, sollte besser russische Texte sprechen. Mit Dialekt bin ich besser. Wir haben... Oh. Ah, ich kann es nicht umdrehen. Ich sehe aber, dass die Vertiefungen in der mittleren Scheibe leer sind. Und das zweite? Da ist noch eins in der Mitte, ganz in der Mitte. Oh, das ist das große. Ah, okay. So. Etwas fehlt hier trotzdem fehlt noch. Hier. Nein, noch ein drittes? Ja, da war doch noch eins bei der einen Statue hinter Gittern. Und dann können wir das drehen. Dann haben wir verschiedene Sachen. Ah, das Bild haben wir doch Tür eben schon zu, gesehen. Tür auf. Tür auf, Vorsicht, Gift, große Spinne, macht tot. Ah, okay. Das heißt, damit könnten wir wahrscheinlich auch den Wächter dann direkt, ich sag mal, leiden lassen. Leiden. So wie der da immer vorgeht. Küche war rechts. Oh, ich habe gerade was gesehen. Oh, du hast gerade was gesehen. Da links ist ein Ventilrad. Ah, Marco, sehr gut. Wir haben ein Ventilrad gefunden. Ja, haben wir von dem komischen V16 Motor abgebaut. Ja, das muss noch mit Hand kurbeln. Das ist der Anlasser. Oh. Aua. So, zack. So. Ah, und jetzt haben wir die Möglichkeit, wie hier, beginnen oben und drehen uns von oben rein. Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wer? Oder wie? Oder? Oh, Moment mal. Was? Sehr gut. Ich drücke, aber ich betätige nichts. Wieso nicht? Zwei. Was? Was? Okay. Das ist denn die Anzahl oder was? Ach, wie viel die sich drehen. Verdammt. Es hat nicht geklappt. Ich muss wieder neu anfangen. Schade. Okay. Wäre auch zu einfach beim ersten Mal. Richtig. Das heißt, es ist aber egal, wie wir starten. Wichtig ist einfach nur, dass wir wahrscheinlich diese Form kriegen, oder was? Nee. Wichtig ist einfach, dass wir alle
alle abfrühstücken, oder nicht? Keine Ahnung, ja, ich habe nur an das Ding hier gedacht. Ich dachte, das bedeutet irgendwas. Das sind ja diese Teile. Aber scheinbar nein. Wo würde ich denn als erstes draufdrücken? Vielleicht auf eine 2? Ah. Hm. Aha. Wenn ich jetzt rausgehe und wieder reingehe, ist es dann wieder von vorne? Ja, ja, Gott sei Dank. Mach nochmal das Manuskript da auf. Ja. Weil irgendwie bedeutet es ja, man startet oben. Dann bist du unten. Ach so, stimmt. Oben, unten. Dann rechts. Sind wir da, da sind wir da. Okay. Also 3, 2, 2, 1 oder 3. Irgendwie sowas? 3, mal gucken. Und dann hier ganz unten. 2. 2. Dann drücken wir rechts. 2. Dann die 1. 1. Dann die 2. 2. Und dann die 3, wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Oh, das war ja einfach. Das hat ja echt geholfen. Geschafft! Nun sollte das Gitter sich heben. Tut's aber nicht. Ha! Alle. Dumme Dumm. So. Erstmal das kleine Auge mitnehmen. Danke sehr. Ein Rubinauge. Rubinauge. Das Gemälde stellt einen widerwärtigen Ritter dar. Mhm. Ah, das ist ein Zettel. Ein Stückchen Fleisch. Die Unterschrift am Ende des Briefes sieht interessant aus. Für alle Fälle werde ich... Was? Werde ich sie mir notieren, wahrscheinlich. Die Zeit ist gekommen, die große Zahl an Existenzen zu richten, die von dem Bösen gekennzeichnet sind. Der Ort, an dem sie sich befinden, ist uns wohl bekannt. Es ist das Dorf Eisige Tränen. Seine Bewohner haben uns einst bei der Erbauung des Schlosses geholfen. Diese aufsässigen Wesen haben sehr mühsam ihre Arbeit erledigt, um letztendlich gegen uns zu revoltieren. Die Zeit ihrer Straflosigkeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben entsprechende Schritte eingeleitet, um diesen ordinären Ort durch größtes Leid zu bereinigen. Das wird die Feuertaufe des lähmenden Nebels sein, die unseren Angriff einleiten wird. Diese wehrlosen Kreaturen werden daraufhin von unseren Streitkräften niedergemetzelt, die zusätzlich von frischen Rekruten unterstützt, eigens für diese Mission im Schloss aufgenommen werden. Gezeichnet. Graf Xardas. Graf Zahl. Graf Zahl. 10, 10, 10. 1000, 1000, 1000. Ja. Weißt du, was das ist, Marco? Das ist eine Unterschrift. Und weißt du, was die Unterschrift meint? Das ist für die Foltermaschine. Echt? Ja, das sind die Zeichen. Ach so, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Sehr gut. Ich habe ein Stück Fleisch vom Tisch aufgehoben. Scheinbar wird heute jemand kein Abendessen bekommen. Tja. Wir sind auch böse. Doch. Dafür der Wurm. Stimmt, siehst du, irgendjemand wird ein Abendessen bekommen. Nee, wir haben noch kein Gift. Also bringt es eigentlich noch nichts, in die Küche zu wandern. Wir brauchen nämlich auch erstmal das Gift. Aber erstmal wollen wir doch mal seine Maschine hier kaputt machen. Ja. So, da ist das X. Stimmt. XXX, TT, YY, irgendwas. Also, XXX, TT, nee, verdammt, ich hab die falsche. Falsch. XXX, TT. Dreimal dieses Lambda. YY. Dreimal, oder? Oder zweimal? Doch, na gut, alles klar. Ich hab nichts gesagt. Das war nicht einfach, aber letztendlich habe ich es doch geschafft. Ach nö, jetzt will er auch noch Augen haben, oder was? Nee. Oh Gott! Oh! Oh, oh! Oh. Ich kann ihn nicht mehr wieder zurückfahren. Ich habe bereits alles gemacht, was möglich war. Es tut mir leid. Ja, ich nehme mal ganz kurz den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel mit einem Spinnenrelief auf dem Griff genommen.
wie sein Zipfel da rausguckt. Hallo? Hallo? Kann ich noch was machen? Ich bin ein Schlingel. Wer das Schwert ergreift, der sollte durch Schwert sterben. Ja, es, alles klar. Ja, es war von langer Hand geplant. Das habe ich gewusst, dass das passiert. Ich dachte erst einfach nur, wir machen die Maschine kaputt. Hey, wieso geht die nicht? Und dann geht er weg und guckt nach. Aber ja, nein. Ist aber doch ein bisschen krasser. Haben wir eigentlich jetzt Feuer? Wir haben immer noch kein Feuer, oder? Wir haben auf jeden Fall ein Ventilrad, das ist schon mal super. Ja, das können wir auch gleich mal anbringen. Zack. Das Ventil ist wieder an seinem Platz. Ja. Das hat sich jemand für seinen Motor ausgeliehen gehabt. wir haben immer noch kein Feuer oder irgendwie Holz oder... Brauch etwas, um das Feuer zu entfachen. Etwas, um das Feuer zu entfachen. Das geht hier nicht, Mensch, Marco. Wir können auch Items nicht miteinander kombinieren, oder? Ich glaube nicht. Nee. Schade. Auf der anderen Seite, was hättest du kombinieren wollen? Ich habe keine Ahnung. Ach so, okay, gut. Wir können jetzt erstmal gucken, was jetzt hier mit... Ah nee, wir haben das Auge. Wollen wir erstmal gucken, was jetzt hier mit der Tür ist? Ja. Okay, die stackt immer noch. Okay. Schade. Das heißt, ja, das Auge, das können wir einsetzen. War das denn nochmal? Das war hier unten. Ach doch. War das ganz unten? Nee. Wo war das denn? Doch, das war ganz unten. Das war hier unten und dann an der Wand. Ach ja. Muss aber auch gerade erstmal überlegen. Zack. Zack. Ich habe das letzte Rubinauge gefunden. Scheinbar kann ich nun die Scheiben drehen. Ah. Gut. Wir müssen eine Linie bilden, oder? Ja, aber wo? Nichts passieren. Oder müssen die hier sein? Ach so, jetzt wäre der Knopf aktiv. Wollen wir erstmal den Knopf aktivieren? Oder erstmal den Knopf, der... Nee, erstmal den Knopf, der schließt. Dann gehen wir zu ihm hoch, holen die Belohnung und dann töten wir ihn. Ach so, das war das. Ja. Fünf. Oh. Schön. Okay. Rubinauge hat das Maschinchen zum Leben erweckt. Können wir das andere denn jetzt auch noch machen? Scheinbar ist es mir gelungen, die Tür zur Spinne zu verschließen. Zudem funktioniert die Maschine wieder, die das Gift abpumpen soll. Okay. Wollen wir jetzt erstmal hoch, mal fragen? Ja. Was los bei ihm ist? Ich habe Angst, dass er sich jetzt sozusagen trotzdem an uns vergeht und sagt, na, danke sehr und tschüss. Ahaha, du Depp. Die Tür ist zugegangen. Somit fließt das Gift wieder durch die Röhren. Jemand muss den Mechanismus in den Kanälen repariert haben. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht und kann zu meiner Aufgabe zurückkehren. Oder so. Verdammt. Mhm. Der Mechanismus funktioniert wieder. Hinter der Scheibe befindet sich ein Behälter mit Gift. Und wo kann ich das... Oder wird das Gift gleich in die Küche geleitet? Nee, wo kommt das Gift hin? Ui, das ist nach unten, ne? Ja, eben. Wollen wir erstmal mit ihr reden? Ja. Bitte, öffne diesen Käfig. Der Hofner hat bewirkt, dass ich hier eingesperrt wurde. Er hat sich die ganze Zeit gegen mich verschworen. Ich hätte ihn schon vor langer Zeit beseitigen sollen. Er kann mich hier so lange festhalten, wie er nur will. Aber töten kann er mich nicht, denn er weiß, dass was dann passiert. Hilf mir, hier herauszukommen und deine Tat wird nicht in Vergessenheit geraten. Na. Hm. Ob dem so ist? Tja, die Frage ist jetzt, sollen wir eher dem Hofner glauben? Ich sag mal so. Ich würde gar keinem glauben. Nein. Ich meine, immerhin sind wir ein Gefangener, der getötet werden sollte in irgendeinem Schloss. Also würde ich mal davon ausgehen, dass alle was gegen uns haben. Eigentlich. Außer die netten Wachen. Außer die netten Wachen, die sagen sich, ach, oh Gott. Oh, helf mir mal eben, dann helft ihr auch. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Genau. Wir machen erstmal die Tür wieder auf.
Was? Was? Hier kann ich nichts mehr machen. Nein! Nein! Was? Wir hatten echt eine Option? Nein! Ach so, ich dachte, wir können das alles noch ändern. Nein! Och, ich hätte ihn fressen lassen sollen. Marco, ja. Wir hätten ihn fressen lassen sollen. Wir sind böse. Nein, eigentlich sind wir voll nett. Ja, eigentlich schon, leider. Jetzt sind wir voll nett. Was ist denn los? Nein, das geht nicht. Wahrscheinlich ist hier jetzt Gift drin, oder? Nein. Wie kommen wir denn jetzt an das Gift? Kann ich das Fleisch eigentlich schon mal reinpacken? Ah, gut. Ja, nee, nicht gut. Wir haben kein Gift. Wo ist das denn jetzt? Wo könnte es sein? Ich hätte jetzt erwartet, dass vielleicht hier oben raustropft und dann keine Ahnung. Ist das vielleicht die Leitung, die da langläuft auch in den Ofen da mit? In den Erd, was auch immer. Das da? Ja. Aber hier kann ich nichts machen. Kann ich beim Herd, wenn ich da... Wenn du auf den Schalter klickst, da passiert auch nichts, oder? Funktioniert nicht. Achso, ja, gut, dafür brauchen wir das Feuer. Ja. Das heißt, wir brauchen Feuer. Was brauchten wir nochmal fürs Feuer? Wir brauchten Holz. Brennstoff. Brennstoff. Ja, ich gehe von Holz immer aus. Hm. Kann ja auch was anderes sein. Was war hier links nochmal, außer... Was haben wir noch im Inventar? Achso, hier war der Ofen. Inventar haben wir jetzt noch. Ein Schlüssel des Wächters. Ein Ledermesser, eine Lampe und die Schlüssel mit Klinge. Ach, da war ja auch noch ein Schlüssel dran. Den Spinnenschlüssel können wir doch dann bei der Tür auch benutzen von der Spinne, oder? Stimmt. Ja. Kann ich eintreten? Marco, kann ich eintreten? Ja. Bin ich mir sicher, dass ich in die Halle zu einer bösartigen Spinne möchte? Naja, was soll passieren? Stimmt. Wir könnten sterben. Eben. Ah, mehr kann ja nicht passieren. Okay. Bist du die bösartige Spinne? Oder bist du ein Opfer der bösartigen Spinne? Spinnenfutter. Meine Vorgänger hatten nicht so viel Glück wie ich. Nein, noch bist du auch erst seit 2 Sekunden drin. Ach, cool. Vogelnester, die kann man verfeuern. Juhu. Huch. Achso. Was war das? Das war die Spinne und die nimmt sich so einen nach dem anderen. Das hat nichts genützt. Ich muss etwas vergessen haben. Natürlich. Oh, Spinde. Notizen. Wahrscheinlich hatte jemand Experimente durchgeführt. Und zwar mit dem Licht. Diese Information habe ich bereits notiert. Achso, nee, das ist nur in dieser einen Schublade. Mhm. Alles klar. Was ist denn der? Ach so. Linsen. Hm? What? Was hast du getan? Ich weiß nicht, ich habe auf den Knopf gedrückt. Hallo. Klick mal diese Kreatur rein. Ach so. Ach, das kann man. Vertiefung mit untypischen Formen. Das haben wir gerne. So eine Sachen mache ich auch mal. Also, was sagt uns das Rätsel? Nicht das benutzen, weil das tötet die Spinne. Rot, blau, grün. Oder? Oder ist das für uns? Kann sein. Weiß ich nicht. Was? Achso, da sind auch noch Leitungen. Ach, oh. Oder? Ja. Wäre das sowas? Nein. Rot, grün, blau? Was haben wir denn da überhaupt alles? Nee, da haben wir vielleicht wieder mehrere Optionen. Also wir haben hier irgendwas, was nichts macht. Irgendwas, was nichts macht. Irgendwas, was nichts macht. Woher weißt du, dass das nichts macht? Keine Ahnung, weil hier steht, nicht machen. Los, nicht machen. Ganz böse. Durchgestrichen. Tod und Verderben. Ja. Kreuzchen. Ja. Wollen wir nicht erstmal die anderen ausprobieren? Oder wollen wir gleich das mit dem Totenkopf? Nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt... Ich glaube, ich habe das jetzt gebaut. Rot, grün, blau. Okay. Links unten rot, rechts unten blau. Nee. Links unten rot, rechts unten blau. Alles klar. Fest. Links unten rot, rechts unten blau. So, ne? Ja. Soll ich? Stell das mal her.
Was? Nach dem Abschmelzen fällt es auseinander. Scheinbar mache ich etwas falsch. Nein. Rot. Achso, toll. Achso, dann muss ich mit den... Nee. Was ist denn da der Unterschied? Oder muss ich auf die Mittelfelder achten? Rot, 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 lila, blau und irgendwas. Rot. Ja gut, jetzt habe ich auch eine andere Reihenfolge. Ich probiere es einfach mal aus. Ja. Oder mussten wir es noch richtig drehen? Hatten wir es richtig gedreht? Ach so, du meinst, dass es... Ah, das ist erst, wenn das hier auch richtig steht. Ja, genau. Und ob es wirklich richtig steht, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich will mal mit Rot links unten haben wieder. Zack. Danach würde Blau kommen. Und danach kommt Grün. Mhm. If I'm not... So. Dann würde Rot links unten sein. Zack. So. Ja, genau. Das wäre sieht genau so aus. Nee, kaputt. Dann verstehe ich's nicht. Dann müssen wir vielleicht doch ein anderes nehmen. Ich nehme jetzt mal das mit dem Totenkopf. Okay. Einfach mal gucken. Oben rot. Rot. Rot, blau, grün. Alles klar. Nee, oben rot. Oben rot. So, ja. Ne? Genau. Rot, links, nee, links unten blau. Die beiden vertauscht. So. Ja. Mal gucken. Das sieht schon anders aus. Geschafft, die Maschine hat das Symbol abgeschmelzt. Gut. Hast du recht. Ich frag mich nur, wir haben so viele andere Farben noch, die wir ja gar nicht mit dem Rätsel verwenden. Ob man es hätte verwenden können? Das Metallsymbol passt in die... Also ist eine Puppe. Ach so. Okay. Dann... Na? Okay. Das ist ein... Etwas von der Spinne ist abgefallen. Die Puppe, die verschwunden hat... Okay. Dass die Spinne ist jetzt gestorben? Sieht so aus. Ich habe ein Spinnenbein aufgehoben. Mit Gift natürlich. Schön. Ich würde sagen, das mit ihr machen wir aber sowieso erst zum Schluss. Ja, genau. Eine schwerwiegende Entscheidung. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall ein Spinnenbein mit Gift. Wir haben Fleisch schon im Bottich. Wir können Feuer machen. Stimmt, Feuer machen. Ja. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das ist gut. Kein Problem. So. Zack. Da müssen wir reingucken. Bisschen alte Vogelnestreste. Achso, da brennt es ja schon. Gut. Alles klar. Ich habe es geschafft. Ich hab's geschafft. Das Feuer brennt. Muss ich hier noch was aufdrehen? Nö. Nee. Ofen ist repariert. Mit warmem Raum. Alles klar. Schön. Die Putze. Auf die Küche. So. Machen wir hier mal. Leckere Mahlzeit. Für den kleinen... Nee, ach nicht für den kleinen, stimmt, für den großen. Für den kleinen Wurm. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Hier hab ich mal hier die Fleisch in den Topf geschmissen. Nun muss ich das Fleisch noch vergiften, so ist das hier halt in der Küche, wie immer. So, dann nehmen wir hier mal hier das Spinnenbein. Bisschen mit dazu, da gibt's Würze. Dann können wir das hier, was, damit das Gift stärker wird, muss ich es noch ein bisschen kochen lassen. Also erstmal leicht aufkochen, hier so ein bisschen hier auf den Knopf drücken. So sieht das in den normalen Küchen aus hier. Das Gift ist nun fertig. Das merkt ihr daran, dass die Farbe schön grün ist. Dann könnt ihr das Fleisch entfernen. Ach, lasst doch einfach gleich das Bein mit drin. Ist okay. Dann fällt es nicht so auf. Dann können wir das jetzt in den Rachen von dem großen Wurm schmeißen. Was hat Tim Melzer eigentlich da unten gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht. Das fragst du dich auch. Wo wir dem kleinen überall, wo eine Küche ist, da ist auch Tim Melzer. Ach so, ja, selbstverständlich. Verdammt, wollen wir jetzt erst zum Wurm?
erst ihn befreien, dann den Wurm und dann, oder wollen wir erst den Narr und... Schwierige Entscheidung. Schwierig, schwierig. Ach, Marco. Tja, das müssen wir dann wohl in der nächsten Folge treffen. Und bis dahin... Auf Wiedersehen. Alles Beste.